Was geht, Leute? Das ist die zweite Episode von A Day in the Life of. Heute haben wir Albert Niemarco aus Saarbrücken zu Gast. Er hat 3 Jahre lang für die Life University gespielt. Das ist meine derzeitige Universität. Er ist nun seit ein paar Monaten an der University of Illinois, wo er in der NCAA Division 1 spielt. Er ist nochmal ein anderes Level. Ist auch für euch interessant, einen Einblick in eine D1-Mannschaft zu bekommen. Er wird uns heute auf einen Alltag von ihm mitnehmen, zeigt euch ein bisschen, wie so ein Alltag bei ihm abläuft. Also, let's get it. Servus Sportsfreunde, ich bin der Albert aus Saarbrücken, bin seit 2018 hier in den USA, habe meinen Bachelor 2018 an der Life University angefangen, wurde dieses Jahr fertig. Momentan bin ich an der University of Illinois als Grad Student, mache meinen Master. Es ist gerade 7.20 Uhr, glaube ich, und Training beginnt um 8 Uhr. Wir haben 15-minütiges Anwesenheitspflicht vor dem Training. Und ja, let's go, Gale. Ja, ich wollte euch nur kurz zeigen, wie mein Zimmer hier aussieht. Hier drin lebe ich. Und das ist eigentlich alles, was du brauchst. Ist am Campus. Man kann sich nicht beschweren. Hier haben wir ein geteiltes Wohnzimmer. Das teile ich mit 3 anderen Roommates. Da haben wir eine Küche. Einer liegt hier drin. Und 2 oben. Dann teilen wir uns noch, also wir 2 teilen uns hier die Toilette. Uhr im wunderschönen Springfield. Hier zu meiner Rechten habe ich Diego, zu meiner Linken Morgan von England, Diego von Mexiko und wie schon gesagt, Bravo von den Niederlanden. Wir sind auf dem Weg zum Training. Wir fangen mit Fitnesstraining im Gym an und danach gehen wir aufs Feld. Auf geht's, let's get it. Ja, nach einem 5-minütigen Lauf sind wir auch endlich hier. Haben wir auch noch 2 Granaten. Links Jay. Rechts Luke. Es geht. Ja, hier trainieren noch die ersten Softball-Team. Hier ist das Gym. Ist leider Maskenfläche drin. Hab heute Morgen Frühstück geskippt. Keine Zeit gehabt quasi. Na, jetzt gehe ich zum Athletic Trainer. Lass mir meinen Finger tapen. Ich habe meinen Daumen gebrochen. Im letzten Training in Atlanta. Ja. Auf geht's. Zeige ich euch das auch mal schnell. So sieht das Ganze hier aus. Ich krieg mir schnell meinen Finger getaped, dann passt das. Diego, mein Kollege, auch hier am Start. Nick, mein bester Freund. Unser Physio. Der fixt das für uns. Ja, so sieht die erste Etage von unserem Gym aus. Wir haben noch oben einen. Die Jungs kommen langsam rein. Und wir fangen gleich auch an. Barrel hier schon fleißig am Radeln. Jetzt sind wir hier am Trainingsfeld. Jetzt dürfen wir erstmal 8 Runden laufen wieder zum Start. Ja, wir gehen jetzt kurz in den Lockerroom, Fußballschuhe holen. Das ist unser Fußballstadion. Der Marvin wieder am Nerven. Sind jetzt fertig mit dem Training. Konnte leider nicht filmen. That drill was kind of fun. It was. What's going on? How you doing? Welcome to the life of Albert. one of the guys is a grad student here. I'm a senior here. Tell him. Really great guy. Really personable, sociable. Get with the program, Ladies, hey,
Y'all looking for a bachelor or something. That's your man. Hey, we gonna cut this scene. Kurzes Video, zeige ich euch mal, wie es hier aussieht. Wir wohnen natürlich komplett am Ende. Danke für nix. Und ja, jeder lebt in so einem Haus mit 4 oder 2 Leuten. Und ja, ist entspannt. Direkt am Campus, kann ich nicht beschweren. So, jetzt laufen wir kurz nochmal zurück nach Hause. Schnell abduschen und dann auf zum Mental Health Training. Haben wir es auch mal geschafft. Wir haben jetzt going to the Mental Training. Yeah. Alright. Und ja. Haben wir das Yoga auch jetzt geschafft. Es ist gerade fast 12 Uhr. Ich gehe zum Athletic Trainer. Habe 2019 mir die Patellasehne gerissen. Und leider trotzdem war noch drunter. Und dann massiert er mir das schön. Also habt ihr 2019 Patellasehne gerissen. Und so jetzt seit kurzem Schmerz ist wieder. Also lasse ich es behandeln gerade. Okay, we can get you hooked up for a concussion test. Do you want to set her up for a concussion? Danach geht's weiter. Da haben wir das jetzt auch geschafft. Auf geht's zum Covid-Test. Müssen wir einmal die Woche täglich machen. Wir auch schon. Laufen wir da rein. Machen wir schnell einen Covid-Test. Dann zeige ich auch noch mal schnell, wie ein paar Klassenseele aussehen. Let's go get it. Normalerweise die Vorlesungen statt. Ich habe heute keine Uni. Nur mal, damit ihr einen Einblick habt. Hier ist unser Bookstore. Kannst ein paar Sachen kaufen, falls nötig. Also hier zu meiner Linken haben wir das Freshman-Haus. Da kommen die neuen Freshmans alle rein, als Erstis. Und dann hier leben Sophomores, Juniors, Seniors, Grad Students. Und das sind alles Häuser mit Küche, Wohnzimmer, wie ich euch vorher gezeigt habe, heute Morgen. Und meine Bude ist komplett am letzten Ende. Der rote Käfer, auf geht's, zum Essen holen. Immer weiter. Immer weiter. Don't text and drive, also Handy weg. Und wir sind wieder zurück. Ich bin gerade auf dem Weg zum Coach, ins Office. Wir haben letztes Wochenende unser erstes Saisonspiel verloren. Und er will einzige Gespräche führen mit jedem Spieler. Ich habe momentan noch kein Spiel absolviert. Da ich noch nicht spielberechtigt bin, weil meine Zeugnisse noch nicht eingereicht wurden hier. Hoffentlich wird das alles diese Woche gemacht und dann kann ich spielen. Stay tuned. So, das Gespräch verlief ganz gut. Ich denke, ich habe eine gute Chance, am Wochenende zu spielen. Mal sehen, was draus wird. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Das ist eine Minute. Fußwegs gleich.
da drüben, das Gebäude. Zeige ich euch dann gleich. Hier arbeite ich dann, übernehme seine Schicht, meinen Roommate. Und ich zeige euch mal schnell rum. Hier können Leute studieren, ein bisschen lernen, in so einer Fernsehecke. Cafeteria. Starbucks. Und so noch so Lernecken oben drin. Kannst du hier auch noch lernen. Entspannt. Jo, das war's. So Leute, es ist jetzt 4.45 Uhr. Ich sitze hier noch bis 7.30 Uhr. Das ist eigentlich der gechillste Job am Campus. Da ist mein Office. Ich sitze hier am Frontdesk. Begrüße nur Leute. Sage denen, die sollen die Maske richtig tragen. Nehme Anrufe entgegen. Und ja, nichts Kompliziertes. Ist entspannt. So Leute, meine Schicht ist zu Ende. Es ist 7.35 Uhr. Auf geht's zum nächsten Job. Also Leute, hab mich hier auf diesen Job beworben und wir haben jetzt Training. Ja, die arbeiten mich hier ein und dann ab nach Hause. Hoffentlich, es ist gerade 8 Uhr und ich bin ziemlich müde. So Leute, es ist 9 Uhr, ich bin auf dem Heimweg, hab das Training jetzt auch mal abgeschlossen. War eigentlich ganz entspannt, nichts Krasses. Ja, geh jetzt duschen, ess noch was Kleines und dann lege ich mich hin. Wir sehen uns gleich. So Leute, hab jetzt geduscht, auch was zum Essen gemacht. Okay. Hier Chicken, Bohnen, Mais, Reis. Machen wir einen Burrito und dann lege ich mich ins Bett. So, das war ein Tag von Albert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank, Albert. Sehr, sehr nett von dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mal so einen ganzen Tag von dir zu filmen. Für mich persönlich war es wirklich sehr interessant, mal zu sehen, wie so ein Tag bei dir in der neuen Uni aussieht. Ich wünsche dir noch das Allerbeste für den Rest der Saison und generell an der neuen Uni. Wie immer, falls ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne bei uns oder schreibt Albert direkt. Ich werde es in Instagram unten verlinken. Bis zur nächsten Folge. Stay tuned.